Sportler dürfen sich auch mal was gönnen. Wenn du dir mal richtig was gönnst, was passiert dann? Dann wird der Grill angeheizt und dann werden tatsächlich ein paar Kilo Rindfleisch vernichtet. Dominik, wie geht's dir denn so? Perfekt, ich kann nicht meckern. Wie lief dein sportliches Jahr bis jetzt? Sehr gut. Nach anderthalb Jahr Corona-Pause konnte ich Platz 3 bei der Europameisterschaft erringen. Was ist denn das dümmste Vorurteil, was du über deine Sportart bis jetzt gehört hast? Dass alle Kraftsportler Doping nehmen würden. Ist das so? Nein. Was macht deine Sportart so attraktiv? Sie kann jeder machen, man braucht keine großen Vorkenntnisse und sie ist einfach perfekt, um auch gesund und stark zu bleiben im Alter. Was war denn dein größter sportlicher Erfolg? Der Gewinn der Westeuropäischen Meisterschaft 2019. War das auch der schönste Erfolg? Nein, der schönste Erfolg war tatsächlich jetzt der 3. Platz bei der Europameisterschaft. Was ist deine größte Macke? Puh, ich bin manchmal zu ehrgeizig. Hast du ein bestimmtes Ritual, wenn es in einen Wettkampf reingeht? Ich schließe oft die Augen und gehe den Versuch mehrmals in Gedanken wieder durch. Was bedeutet die Sporthilfe Emsland für dich? Sporthilfe Emsland bedeutet für mich Talentförderung und ein gutes Zusammenwirken hier im Emsland. Du gewinnst den entscheidenden Wettkampf. Wie sieht dein Gewinnergesicht aus? So,